Moin ihr Lieben, hier ist wieder euer Easy von Edeka und wir machen heute ein schnelles und einfaches Campingrezept und zwar Thunfisch-Sandwiches. Dafür bereite ich zunächst eine Avocado-Thunfischcreme zu. Anschließend kümmere ich mich um den Belag aus Äpfeln, Paprika, Eisbergsalat und Gurke, mit dem ich später die Sandwiches belege. Nachdem ich die Toastbrotscheiben geröstet habe, fange ich an, diese mit der Avocado-Thunfischcreme und Frischkäse zu bestreichen. Dann wird noch gestapelt, diagonal halbiert und endlich probiert. Los geht's! Thunfisch-Sandwiches sind nicht nur schnell gemacht und sind lecker, die lassen sich auch super einfach mitnehmen, zum Beispiel für eine Wanderung. Für den Belag benötige ich zuerst zwei Äpfel, diese entkerne ich und schneide die in Scheiben. Die Apfelscheiben kommen erstmal in eine Schüssel. Dann brauchen wir eine große Paprika. Diese wird vom Kerngehäuse befreit und in Streifen geschnitten. Dann brauchen wir eine halbe Gurke, die schneide ich in Scheiben. Auch die beiden Sachen kommen in eine Schüssel und das Rezept habe ich euch wie immer in der Infocard verlinkt. Und nicht vergessen, uns zu abonnieren. Jetzt geht es an die Zubereitung der Avocado-Thunfischcreme und dafür brauchen wir erstmal zwei Avocados. Die Avocados werden erstmal halbiert, dann kommt der Kern raus und das Fruchtfleisch kommt in die Schüssel. Dann brauchen wir zwei Limetten. Diese wie immer schön rollen auf dem Brett, halbieren und auspressen. Drei Viertel des Saftes kommt über die Avocado und ein Viertel davon über die Äpfel. Jetzt zerdrücken wir die Avocados zu einer schönen Creme. Als nächstes brauchen wir einen halben Bund Schnittlauch für unsere Creme. Und rein damit. Dann brauchen wir 135 Gramm Abtropfgewicht Thunfischfilet. Thunfisch aus dem Glas ist eine hervorragende Variante, Thunfisch zum Campen mitzunehmen. Man muss es nur kühl und dunkel lagern und das Glas kann man später auch wieder verwenden und zwar als Aufbewahrungsmöglichkeit. Welche Tricks nutzt ihr eigentlich, um Lebensmittel beim Campen aufzubewahren? Schreib es gerne in die Kommentare. Den Thunfisch abtropfen lassen und dann kommt es direkt in die Avocado-Creme rein. Den Thunfisch ordentlich zerdrücken und alles schön vermengen. Ich habe hier eine leckere scharfe Würzsoße, damit würze ich meine Thunfisch-Avocado-Creme. Falls du das so scharf ist, einfach weglassen. Davon einen Teelöffel und jetzt schmecken wir das Ganze mit Salz ab. Die Creme ist soweit, ich lasse sie jetzt ein bisschen ziehen, jetzt geht es in die Pfanne. Und wir rösten unsere Toastbrotscheiben. Für vier Portionen röste ich mir jetzt 16 Toastbrotscheiben. So schön muss das Toast aussehen. Jetzt verteilen wir die Avocado-Thunfischcreme auf 8 Toastbrotscheiben. Schön gleichmäßig verteilen. Für die anderen 8 Hälften brauchen wir 150 Gramm Frischkäse. Und jetzt belegen wir die Avocado-Hälften mit unseren Zutaten. Als erstes nehmt ihr Paprika, als nächstes Gurke. Dann brauchen wir 8 Blätter Eisbergsalat, den einfach auf die Gurkenscheiben legen. Übrigens, wer es ein bisschen kräftiger mag, kann gerne frische rote Zwiebeln drauf tun. Und jetzt kommen die Apfelscheiben drauf. Und jetzt kloppen wir das Ganze mit dem Frischkäsehälften zu. Ein absoluter Muss bei jedem Campingausflug, Zahnstocher. Damit stabilisieren wir unsere Sandwiches. In die gegenüberliegenden Ecken Zahnstocher setzen. Und die Sandwiches einmal diagonal halbieren. Wow, das sieht so lecker aus, das muss ich direkt probieren. Knackig, frisch, schön würzig. Ihr Lieben, das sind richtig gute Thunfisch-Sandwiches. Hier sind zwei weitere Videos für euch, unbedingt anschauen. Nicht vergessen, uns zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, euer Easy.